In den letzten Jahren habe ich das Gefühl bekommen, dass Microsoft vieles richtig gemacht hat, was den Browser angeht, nämlich den aktuellen Chromium Edge. Und eigentlich hätten sie damit die Möglichkeit gehabt, im Browserkrieg Boden gut zu machen. Aktuell sieht es aber so aus, als würde Microsoft Krieg gegen seine Benutzer führen. Zum Beispiel seht ihr hier schon im Bild, ich muss hier irgendein Profil anlegen, was ich im Browser überhaupt nicht möchte. Ich werde tausend Sachen ständig gefragt, irgendwas poppt ständig rein, während ich im Internet surfe. Und jetzt der neueste Geniestreich ist zum einen diese Sidebar und ganz hässlich hier oben dieser Bing-Button oder dieser Discover-Button mit dem Bing-Logo. Was man dagegen machen kann, das zeige ich euch nach dem Intro. Also um ehrlich zu sein, ich würde euch empfehlen, einfach einen alternativen Browser zu installieren. Ich weiß, bei Browsern gehen die Geschmäcker auseinander. Man kann einfach den Firefox nehmen, also ich gehe mal hier auf Mozilla Firefox und den kann ich dann einfach installieren und konfigurieren. Auch der muss konfiguriert werden, zugegeben. Also der ist nicht out of the box so, dass ich ihn empfehlen würde. Man muss zum Beispiel ein Add-on installieren, den uBlock Origin, damit man überhaupt mal einen Adblocker hat. Und hier die ganze YouTube-Werbung ausgeblendet wird und ich kein Geld mit meinem Video verdiene. Na, auch ganz klar. Aber ja, man kann hier einfach viel mehr konfigurieren und am Ende hat man dann einen Browser, der schon mal nah an das rankommt, wie man es gut benutzen kann. Ich habe aber auch versprochen, jetzt nicht nur zu empfehlen, dass ihr einen anderen Browser benutzt, sondern ich habe ja auch gesagt, wie werden wir den Quatsch hier einmal los. Diesen Bing-Button wird man tatsächlich gar nicht mehr so einfach los. Also ich kann hier zwar diese Seitenleiste ausblenden, habe aber immer noch diesen Bing-Button oder diesen Discover-Button. Und das ist halt schon relativ nervig und im Browser selbst gibt es dafür auch aktuell keine Option. Microsoft hat zwar versprochen, diese Option nachzureichen, das dauert aber noch 1 bis 2 Monate. So, es gibt eine Interimslösung und zwar gehe ich dafür mal hier in mein Startmenü und tippe einfach RegEdit ein. Und dann starte ich hier diesen Registrierungseditor. Das bestätige ich hier mit Ja. So, und dann gibt es einen Pfad, den man ablaufen muss. Den habe ich mir mal hier ins Notepad notiert. So, dazu ziehe ich das mal nach links und mache das mal größer. So. Da sind wir ja schon. Local Machine, dann Software Policies Microsoft. Haben wir auch schon, also Software Policies Microsoft und der nächste Ordner ist dann, ja, der Ordner Edge, genau. Und da ist ja die Frage, gibt es den schon? Gibt es hier einen Edge-Ordner? Ich sehe jetzt hier erstmal keinen. Dann muss ich einen erstellen, also hier Rechtsklick neu und hier wähle ich dann Schlüssel aus. Hat mich jetzt kurz irritiert und das nenne ich dann Edge. Gucken, ob ich das richtig gemacht habe. Genau, Ordner Edge erstellen. DWORD 32 Wert legen wir jetzt hier an, also ich klicke hier drauf, hier in dieses Feld rein, Rechtsklick, neu, DWORD 32. So, und der muss einen Namen haben und zwar Sidebar, Hub Sidebar Enabled und das stellen wir dann auf 0. Ups, Quatsch. So, umbenennen natürlich. So, so muss der heißen und der hat den Wert 0. Genau. Und jetzt kann ich wohl mit Edge Policy die Werte nachladen im Edge. Also noch habe ich hier diesen Discover Button. Richtlinie neu laden. Und jetzt verschwindet dieser Button. Heißt aber auch, diese Sidebar ist wohl jetzt komplett weg. Was mich jetzt aber auch nicht wirklich stört. Genau, hat er hier auch gleich hier geladen. Genau, perfekt. Also, ihr habt jetzt eine Möglichkeit, wie ihr das Ganze machen könnt. Ihr könnt das Video nochmal anschauen. Hier diesen Inhalt des Texteditors, das packe ich euch in die Videobeschreibung, dass man das einfacher nachvollziehen kann. Aber das Geheimnis ist einfach, RegEdit auszuführen, diesen Pfad abzulaufen, den ihr hier gesehen habt. Hier den Ordner Edge zu erstellen, falls der noch nicht existiert. Also unter Microsoft Edge. Also hier ist es dann neue Schlüssel und nicht Ordner. Das irritiert hier ein bisschen. Und hier eben den DWORD-Wert erstellen mit diesem Namen und diesem Wert. Ja, und dann die Policies neu laden im Edge und dann ist diese Sidebar weg.
Wie gesagt, trotzdem, ich würde euch einen anderen Browser empfehlen, denn Microsoft hat einfach da kein Gespür für, was die Nutzer von einem Browser erwarten, und da wird immer was Neues kommen und ihr müsst immer wieder neue YouTube-Videos schauen, wie ihr diesen Kram dann deaktivieren könnt. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ihr wisst ja, wie ihr diesen Kanal unterstützen könnt. Schaut einfach mal dazu in die Videobeschreibung.